In diesem Video geht es um Fertilili. Das soll eine Empfängnishilfe für zu Hause sein. Konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Jetzt kann ich es mal demonstrieren. So, kommt in so einer wunderbaren Verpackung. Der Hersteller ist im Übrigen Ado. Ado ist normalerweise Milchpumpenhersteller. Hat mich total erstaunt. Die Verpackung, die ist da, Verpackung, die Anleitung ist da auch drin. Habe ich aber schon mal rausgeholt. So. Dann hast du hier einen Baumwollbeutel, ziemlich dick. Ich weiß auch nicht, warum das nicht eine dünnere Baumwolle sein können. Dann ist das hier in diesem Beutel drin, natürlich nicht steril. So, und sieht dann so aus. Ich habe das schon einmal nur ausgepackt und mal geguckt, nirgendwo reingesteckt. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Auf jeden Fall sind hier überall schon Fussel dran. Das ist eigentlich schon so eine unhygienische Geschichte. Aber die sagen ja, man soll sowieso 15 bis 20 Sekunden in lauwarmem Wasser waschen, bevor man es einführt. So, und jetzt lese ich nur noch mal vor, was das für Werbeversprechen hier sind. Empfängnishilfe für zu Hause unterstützt die natürliche Empfängnis, bringt Sperma zum Gebärmutterhals. Ja, Gebärmutterhals, anatomisch gesehen. Na, wir haben jetzt hier nochmal so die Scheide, das wäre jetzt vorne die Scheide. Die stellen wir uns jetzt so vom Winkel her ein bisschen, ne? So. Hier Scheidengang geht ein bisschen hoch. Und hier oben, da wäre dann die Gebärmutter. Und die guckt halt mit ihrem offenen, meist geschlossenen, wenn nicht fruchtbaren Teil, in die Scheide rein, sodass man da so einen kleinen, ne, Bereich eben hat. So, und die Theorie ist, dass dieses Teil hier reingeschoben wird. Und das kann ich jetzt mal, wir stellen uns jetzt mal vor. Ich habe gerade nichts anderes. Wir stellen uns jetzt mal vor. Ja, hier, Scheidengang, der Muttermund, der hier so reinguckt, raus, ne, in die Scheide so reingucken würde. So, und da würde das Ding jetzt hier reingeschoben werden. Auf diese Art und Weise. Es soll umgestülpt werden. Dann in die Scheide reingestülpt werden. Und dann soll man es zurückziehen. Und dann soll das über den Muttermund sein. Aber wie ihr schon hier in dem Beispiel ja seht, ne? Also Muttermund ist so ein bisschen knorpelig. Der Muttermund ist nie im Leben so groß wie der Durchmesser hier. Also das heißt, es wird entweder in dem Gewölbe drüber gucken. Also was es auch bringen soll, ist mir nicht ersichtlich. Also du hast 6. Ich mache das jetzt mal ganz provokant. Ist ja nicht für unter 18. So. Schön, schön, schön. Wir haben hier, ja, wir haben hier schön 6. Macht Funkgeräusche, ja. So, der Mann ejakuliert in der Frau. So, hier drin ist jetzt alles feucht. So, und ich nehme das jetzt nochmal hier raus. So. Jetzt schnell, schnell. Sollst du alles im Liegen machen? Perfekt vorbereitet sein. Sollst es ja auch nochmal, also vor dem Gebrauch solltest du es ja ausgewaschen haben und dann neben dir liegen gehabt haben. Und natürlich umgekehrt. So, jetzt habe ich es umgekehrt. Ein Nachteil ist auch hier, dass hier ist so eine Kante. Wenn es umgekehrt wäre, könnte man es noch verstehen. Aber diese Kante wird jetzt die ganze Vagina hochgeschoben. Und ich glaube, ich muss das eh nochmal ein bisschen nasser machen, sonst geht nämlich hier gar nichts. So, wenn du nämlich jetzt hier guckst, das ist mal egal, wo oben und unten ist. Jetzt soll ich das hier reinschieben. Aber man sieht ja hier von der Öffnung her, das wird jetzt schon so ein kleines Abenteuer. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger reindrücke, ne, das geht dir eh nicht. Ich meine, das ist ja jetzt hier, ah, ist schon wieder rumgegangen. Am besten wahrscheinlich mit 2 Fingern. So, wenn ich jetzt hier reingehe, das ist ja jetzt hier Silikon. Erstmal, es geht hier schon gar nicht. Okay, jetzt wäre das Sperma ja hier drin, dann wäre es ja flutschig. Aber Sperma, wenn der Penis rausgeht, ist ja schon weiter unten. So, jetzt wäre das hier irgendwann so weit geschoben. Also mit einem Finger geht es jedenfalls nicht. Da verschiebt sich das. Also es stülpt sich nicht richtig um. Und jetzt sieht man schon, das ist ja jetzt hier so eine Durchschnittsscheide. Ich kann, weiß jetzt gar nicht vom Durchmesser so richtig. Ja, ihr habt schon gesehen, hier der Nöppel. Der Nöppel zum Rausziehen, der ist ja schon weiter mit reingerutscht. Der ist jetzt schon hier ein gutes Stück, kann ich gar nicht so zeigen. Ist er wieder reingerutscht, auf jeden Fall. So, und jetzt soll
wenn man zieht, dass Dingen sich da drin umdrehen. Aber es ist, jetzt hat es gefluckt, aber wie ihr jetzt schon seht, guck mal, wie weit ich jetzt schon wieder rausgezogen habe. Ne, das hat sich total verdreht. Also könnte ich jetzt nochmal einen neuen Versuch machen. Also, und das kannst du dir vorstellen, dass das nicht angenehm ist, ne? Also, so. Ja, also es ist jetzt so rum, aber es war total verknautscht. Also, neuer Versuch. Versuch das nochmal mit zwei Fingern hier so rein zu quetschen. So, und jetzt stellen wir uns vor, natürlich ist jetzt hier nicht am Ende, ist der Muttermund, sondern eigentlich ist hier irgendwo, ne? Ihr müsst euch vorstellen, hier ist die Scheide ein bisschen weiter. Hier ist der Muttermund hier so schräg oben und der wird jetzt hier so reinragen. So, aber wir stellen uns das vor, das wäre jetzt hier, der Muttermund. Also, es ist, erstmal bin ich noch gar nicht, wäre ich noch gar nicht beim Muttermund, da fängt es schon an. Ich kriege das Ding schon gar nicht so hochgeschoben. So, jetzt ist das Nüppelding schon hier. Ist es schon wieder quer? Und wenn ich jetzt hier ziehen würde, geht es auch schon wieder nicht. Und jetzt kriege ich es nämlich schon nicht raus. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, als Frau kannst du mit dem Beckenboden nochmal drücken, aber jetzt mal ganz ehrlich. Klassiker ist, wenn du Kind kriegen willst, um den Eisprung rum, dann ja, hast du auch möglichst häufig Sex. Dann solltest du mit dem Sperma, solltest du den Popo hochlagern, ne? Kissen drunter oder sonst wie, Beine hoch, damit eben immer wieder alles hoch zum Muttermund rutscht. Und nicht rausläuft. So, bei der Variante, ich würde da ja immer noch empfehlen, wenn man diese Variante macht, würde ich es ja eher anders empfehlen. Den Popo hoch und der Partner lässt den Penis noch drinnen, weil in dem Moment, wo der Partner nämlich den Penis rauszieht, geht natürlich auch eine richtige Menge Sperma mit raus. Und wenn Sperma einmal schon mal wieder Richtung Ausgang gegangen ist und mit Sauerstoff in Verbindung gekommen ist, dann ist eh, ne, dann das wieder hochzuschieben und dann vor dem Muttermund jetzt, wenn ich dieses Ding, ich schiebe das jetzt mal hier oben raus. Ah, so. Wenn ich jetzt hier, ich mache das jetzt auch mal voll. So. So, wir hätten jetzt hier Sperma tatsächlich drin. Und wir sagen nochmal, oder wenn ihr das jetzt mal zwei, so. Das ist jetzt hier der Muttermund. So, und er soll jetzt hier drin bleiben. Die Frage ist, es geht ja gar nicht so weit tatsächlich da rein. Und schon gar nicht in der Schwerkraft. Ich meine, wenn du dich jetzt bewegst oder auch wieder dich hinlegst, ne, dann wird es vielleicht gehen. Aber der Hersteller, der macht ja Werbung, indem er sagt, du kannst nach dem Sex aufstehen. Also du musst nicht in Rückenlage liegen. Du kannst pinkeln gehen, du kannst was anderes machen, aber wenn die Schwerkraft wieder nach unten, ne, dieses Röhrchen hier macht, dann hast du Sperma wieder hier drin und hier oben geht es nicht wirklich. Ja, also da wette ich schon wieder, dass dieses Konstrukt sich hier ein Mann ausgedacht hat. Und ich vermute auch, dass es aus den USA kommt. Ich kann das gar nicht, ja, ich kann das hier gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall. Ist das hier nicht unbedingt zu empfehlen. Also da wäre man mit der Klasse, also wenn du gerne schwanger werden möchtest und Probleme hast, dann würde ich dir eher noch mal ans Herz legen. Ich meine, klar, du warst vielleicht beim Arzt schon, der hat festgestellt, ja, du bist fruchtbar. Dein Partner war auch schon beim Arzt, hat festgestellt, ja, die Spermien sind eigentlich okay und es gibt wieder so keine Erklärung, warum das so alles ist. So, mein erster Vorschlag an dich oder an euch wäre erstmal zu schauen, wie kann ich Stress reduzieren und hat mein Körper alles, was er braucht. Wenn du zum Beispiel Übergewicht hast, ne? Übergewicht kann auch dazu führen, dass du nicht so gut schwanger werden kannst. Oder ungesunde Lebensweise, Ernährung. Du musst dir ja vorstellen, okay, die Eizellen sind ja alle schon angelegt, bei deinem, ne, beim Mann sind die Spermazellen ja auch schon angelegt, die Urzellen. Und die reifen ja auch nach im Laufe der Jahre, ne? Immer wir müssen die reifen. Und das ist ein total komplexer Prozess. Das ist nicht so einfach, oh ja, zack, Sperma raus, oh zack, ab in die Scheide, ab in die Gebärmutter oder in den Eileiter und da finde ich schon das befruchtete Ei. Das ist sehr, sehr komplex. Und eigentlich würde ich sagen, es ist ein Wunder, dass überhaupt Befruchtung stattfindet. Denn zunächst einmal musst du fruchtbar sein. So, wann ist man fruchtbar? Ungefähr in der Mitte des Zyklus. Durchschnittlich wird immer gesagt, also vor Bilderbuchmäßig hat eine Frau alle 28 Tage ihre Regel.
Und in der Mitte, so um den 14. Tag, für ungefähr 5 Tage rundherum um den Eisprung, kannst du fruchtbar sein. Wie kannst du messen, dass du fruchtbar bist? Okay, Temperatur messen wäre eine Möglichkeit, aber noch besser ist es, den Muttermund kann man abtasten. Der Muttermund öffnet sich nämlich, wenn du fruchtbar bist. Und aber bevor er sich öffnet, sondert er ein Sekret ab. Ein schleimigen. Das kann ich aber auch mal vormachen. Eben schnell mal gucken, was es hier für eine Sauerei gibt. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur ein Video, mehrere Videos machen, aber jetzt machen wir doch mal eins. So, ich zeige das jetzt mal hier. Das ist ein Aloe Vera Blatt. Und kann ja schlecht meinen eigenen, Scheidenschleim jetzt hier zeigen, wenn ich denn fruchtbar wäre, gerade am heutigen Tag. So, ich zeig mal, damit du eine Vorstellung hast, falls du dich mit deinem Körper noch nicht so auseinandergesetzt hast, wie er ist, wenn du fruchtbar bist. So. Und jetzt? Siehst du es? Das wäre genau so. Na, können wir es nochmal anders machen? Ne? Genau so schön schleimig und wie eiklar, ne? So mit Fädenspind. So ist dein Scheidensekret, wenn du fruchtbar bist. Doch, könnt ja auch der Mann, könnt ja auch gerne wissen, ne? So, und wenn es so ist, diese Art der Beschaffenheit brauchen die Spermien, um ein perfektes Milieu zu haben, um überhaupt nicht in der Scheide vom pH-Wert abzusterben. Die Scheide hat ja die Aufgabe, dass sie selbstreinigend ist. Da sollen ja gar keine Fremdkörper normalerweise rein und Spermien werden eben dann, ne, abgetötet. Hat ja auch keinen Zweck, dass sie theoretisch da drin wären. Und gerade jetzt, ich habe letztens noch irgendwo gesehen, da gab es neue Studien. Wie war das denn? Die ja immer wieder gesagt haben, ja, die Spermien, die schwimmen quasi, ne, durch die Scheidenflüssigkeit irgendwann zum Ei hin. Aber da gab es noch mal eine aktuelle Studie. Wie war denn? Muss ich mal gucken, wenn ich sie wiederfinde. Also viel, viel wichtiger ist A, das Milieu im Körper der Frau. Wenn du so ein Sekret produzieren möchtest, braucht dein Körper die Bausteine. Logisch, ne? Trinkst du zum Beispiel zu wenig, ist die Scheide eher trocken. Hast du irgendwo anders Defizite? So, hat dein Körper generell Mangel, und so gut wie jeder hat da Mangelerscheinungen, weil wir einfach zu wenig Obst und Gemüse und frisch vom Feld quasi essen und eher gewohnt sind, Fastfood und Co. zu essen, dann kann der Körper nicht bauen. Er muss immer wieder sich entscheiden, was hat jetzt gerade Priorität für mich? So, ist es jetzt gerade, was weiß ich, sind es die Haare, die gebildet werden müssen oder die Nägel oder wenn du Übergewicht hast, ne, muss ich jetzt irgendwie hier zurande kommen? Gerade beim Übergewicht ist ja nicht so, dass man sagt, du hast hier zu viel Fett gefressen. Es ist oftmals so, dass der Körper Substanzen, die er gerade nicht brauchen kann. Also der ist am Limit und lagert bestimmte Sachen ein. Und mitunter im Fettgewebe auch, weil es da erstmal nicht stört und keinen Schaden anrichtet, nicht ins Herzkreislauf, also ne, im Blutkreislauf kommt, ins Hirn gelangt und so weiter. Aber er muss sich ja damit befassen. So, und wenn du jetzt ein Kind kriegen willst, A, das Immunsystem ist um den Eisprung und rund um die Menstruation, ne, nur zwischen 20 und 40% überhaupt startklar. So, das heißt, da können sowieso Erreger haben eine leichtere Chance. Wenn du noch Stress hast, dann bleibt so gut wie gar nichts mehr übrig. Also, um fruchtbar erstmal das Ei hervorzubringen, braucht der Körper Energie und konzentriert sich dann eben darauf. Okay, jetzt kann das Ei da sein, tja, aber jetzt reichen die Nährstoffe eben nicht aus, um den tollen Schleim zu produzieren. Oder du hast diesen tollen Schleim, aber in der Spermaflüssigkeit, also in der Spermaflüssigkeit deines Partners sind aber nicht die passenden Stoffe drin, dass die kleinen Spermazellen es denn überhaupt so lange schaffen oder so lange überleben können, dass sie überhaupt bis, ne, bis in die Scheide und da weiter sind. So, das ist nämlich auch ein totales Komplex. So, ihr stellt euch immer vor, okay, das ist der Hodensack und dann kommt, ne, beim Orgasmus kommen die Spermien da rausgeschossen. Ja, das stimmt schon so, aber es ist ein ganz schön langer Weg. Ne, bei uns Frauen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Harnröhre nehmen, unsere Harnröhre ist ungefähr so lang. Bei den Männern ist es schon, ne, da haben wir einen Samenleiter oder
Den Harnleiter, der ist schon viele, viele Zentimeter. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, zwischen 30, nehmen, sagen wir jetzt mal 30 Zentimeter, sind wahrscheinlich mehr oder 76 Zentimeter. Ist geschlungen. So. Die Spermien alleine, wenn sie trocken wären, würden die auch sterben. Die brauchen auch Proviant quasi mit dabei. Und in dieser Flüssigkeit, die durch die Prostata nochmal hinzugeschossen wird, also die Spermien müssen, wenn sie im Körper des Mannes sind, permanent durch die Gegend beschützt werden mit einer schönen Flüssigkeit, die es möglich macht, dass sie sich bewegen können oder aktiviert werden auch. Im Hodensack zum Beispiel schlummern sie ja. Ne? Also sind sie in so einem Betäubungsschlaf quasi. So, und dann müssen sie, muss da auch genug, ne, teilweise ist da so eine Art Fructose, also bestimmte Zuckerarten, sind da drin, die Energie liefern. Und wenn das Milieu nicht gegeben ist, ja, dann waren die Spermien zwar vielleicht startklar, aber geht nicht, weil haben nicht die perfekten, ne, die perfekte Umgebung. So, und unter perfekten Bedingungen ist die Frau fruchtbar. Das erkennt sie an dem Muttermund und an dem Vaginalschleim und meinetwegen, wenn sie Temperatur noch misst, auch an der Temperatur. Beide haben sich perfekt ernährt, sind in guter gesundheitlicher Verfassung. So, die ganzen Flüssigkeiten tun ihren Job und dann findet der Sperma in der Scheide den Weg durch dieses fruchtbare, ne, fruchtbaren Schleim, Sekret in die Gebärmutter zu kommen und tatsächlich das Ei zu befruchten. So, das ist die Theorie. Das sind schon die, ja, ist schon schwierig. Und von daher ist das natürlich ein Riesengeschäft. Denn die meisten Leute, also auch wie hier, ja, nimm das hier, klassische Variante, ne, im Bett liegen, Beine hoch. Nee, das soll nicht so doll sein. Hiermit geht es einfacher. Also im Endeffekt, hiermit wird viel Geld wieder verdient. Es ist nun mal so. Also erstens, wenn du beim Sex wieder Stress hast, Stress führt dazu, dass der Körper übersäuert. Schon durch den Stress kann es wieder passieren, dass die Körperflüssigkeiten von euch beiden ja, nicht den passenden pH-Wert haben. Oder der Muttermund geschlossen ist. Du bist gestresst, ja? Wartest aber darauf, dass du endlich das Sperma kriegst. So, bist du gestresst? Ist der Muttermund zu? Ist es verbissen? Da kannst du Spermien reinhauen. Da kannst du hier 100 Jahre das Ding tragen. Bringt dir überhaupt nichts, weil die Spermien nicht dahin kommen. Das nix, ne? Also, das kannst du einfach vergessen. So, der Schlüssel wäre eine entspannte Umgebung und es einfach nicht erzwingen wollen. Wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Und wenn nicht, ja, dann ist auf jeden Fall nichts, was hier so hier verkauft wird, wobei das ja noch preiswert ist. Ne? Wenn du hier an so eine künstliche Befruchtung denkst, da bist du ja mit vielen Tausenden von Euros dabei, hast auch keine Garantie, außer dass du deine Gesundheit noch gefährdest, ne? Mit den Hormonen und der Heranreifung der Eier und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Lasst euch nichts vormachen. Es gibt wie bei Diäten oder Schlankwerden oder Gesundheit, es gibt keine Abkürzung. Es gibt nicht die eine Pille, die dich super rank und schlank macht. Es gibt nicht das eine Teil, was du dir reinführst und dann machen kannst, wie du willst. Das ist so nicht vorgesehen. Also es ist auch wie Lotto spielen. Du kannst 100 Mal Lotto spielen, aber wenn du das Geld an die Seite packen würdest und anlegen würdest, hättest du wahrscheinlich mehr über die Jahre davon. Ja, also natürlich ist die Tendenz da, oh, ich probiere jetzt dieses und ich probiere jenes. Aber ist nicht das Gelbe vom Ei. Also, ne, meine Empfehlung wäre natürliche Empfängnisregelung, beziehungsweise es gibt ja auch diese Pinkeltests, dass du gucken kannst, wie sind denn da die Fruchtbarkeitshormone gerade. Das kannst du meinetwegen holen. Es gibt mittlerweile Computer, die aber teilweise auch wieder, ne, eine Menge Geld kosten, die du später für die Verhütung benutzen kannst. Also alles, was du für die Fruchtbarkeit benutzen könntest, kannst du auch umgekehrt für die Verhütung benutzen, wenn du nämlich weißt, ich habe meinen Eisprung ungefähr da und dann rechnest du so plus minus fünf Tage und sagst, in der Zeit will ich auf jeden Fall verhüten mit Kondom oder ähnlichem. Bei Kondom könnte ich dir auch noch mal was zeigen. Wollen wir gerade gucken, wo wir hier sind, wo wir schon mal beim Thema sind. Das ist das weibliche Kondom. Ich muss mal eben hier meine Kunstmuschi, muss ich mal wieder hier wieder reinpacken. Ja, die Feministen unter euch, Muschi sagt man nicht, sagen nur die Männer, ist wieder demonstrieren, diskriminierend, ist mir aber morgen, ist mir total egal. So, ich als Frau kann das Ding sagen, jetzt muss ich mal gucken, ich scheitere jetzt gerade an der Verpackung. Ich weiß gar nicht mehr, ob man die noch so kriegt. Das ist das weibliche Kondom.
Also die klassischen Kondome kennt ihr ja. Zeige ich gleich vielleicht auch nochmal. So, das ist hier das weibliche Kondom. So, da haben wir ein bisschen alt, ist auch nicht aus Silikon. Ist schön feucht und es hat einen großen Ring und einen kleinen Ring. So, der kleine Ring, der wird dann so genommen. Mal gucken. Schon ein Weilchen her. Ja, mache ich doch noch richtig. So, der wird jetzt hier so genommen und wird dann, ja, da sieht man schon, also das ordentlich schon Flüssigkeit. Es geht, ist nicht so schlimm wie bei den Latex-Dingern. So, da schiebst du diesen Ring. Ja, ist alles recht flutschig. Den schiebst du dann hier rein. Ja, nicht so flutschig wäre. So, und dann musst du gucken, dass dieser Ring hier quasi in diesem Bereich gefestigt ist. So. So. Mal von außen, ob wir den noch weiter. Jawohl. Ja, warte mal. So. Und dann könntest du nämlich hier, hättest du das vor dem Scheideneingang. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Plastiktüte. Ich weiß, ich weiß. Und hier könntest du jetzt Sex haben. Das zeigen wir jetzt auch nochmal. Ich mache das Video jetzt komplett einfach mal ab 18, damit dir keiner auf irgendwelche Ideen kommt. Selbstverständlich. So. Das macht man natürlich wirklich auch vorsichtiger, ne? Aber ich, so. Ist schon, ne? Hey, wir machen es jetzt mal so. So, dann kommst du. Ja, dann bist du. Also das geht in echt, geht es besser als jetzt bei diesem Teil hier. Und ich gehe davon aus, dass es mit der Luft zusammenhängt. Dass das Ding irgendwie. So, ich meine, alles das, was man hier so machen kann, das macht natürlich ein Mann nicht mit der Scheide so, ne? So rabiat. So. So, da kommt man dann hier so rein. Und es bleibt tatsächlich. Also beim Einführen als Frau guckst du dann natürlich, dass dieser Ring hier draußen bleibt. Das ist jetzt hier wirklich ein Akt. So ein Problem hast du hättest du beim Einführen gar nicht. Ne? Weil du hast dann also ne, zwei Finger da irgendwie und steckst es da so mit rein. So. Und dann wird das so gehen. Von der Theorie her. Von der Theorie. Aber ich bin ja auch kein Mann, ne? So, das ist ja hier alles so ein Vorführding. Ein Mann wird wahrscheinlich denken, wo stellt die sich so doof an? Aber es hat schon Grund, warum. So, jetzt aber. Ja, guck einmal. So, jetzt guckt hier sogar schon mal ein bisschen mit raus. Der Ring ist zum Beispiel nicht, der ist gar nicht ganz gerade, aber der bleibt trotzdem hier drin. So, und dann könntest du hier eben wieder rein und rausrutschen. Das ist jetzt bekloppt. Also, das bleibt hier außen vor. Schön flutschig. Und du könntest rein und rausgehen. Und wenn der Mann gekommen ist, ne, also es ist jetzt hier genauso drin, könntest du es einfach rausziehen. Ne, würdest du einfach so nehmen und könntest es so aus der Scheide nehmen. Und dann wäre hier das Sperma drin. Und so, das Ding ordentlich gefettet. So, einer von den Vorteilen ist, obwohl hier die Schicht, also das ist schon sehr robust, robuster als die meisten anderen Kondome. Ich weiß gar nicht, welche Millimeterdicke. Da kann eigentlich schon gar nichts passieren. Und es ist mehr Gefühl tatsächlich. Okay, der einzige Nachteil ist, es raschelt ein bisschen, aber du hast mehr Gefühl. Ich würde mir ja tatsächlich mal wünschen, ne, dass es sowas mal in wiederverwendbar geben würde. Weil dick genug ist es. Und selbst zu Beate Uhses Zeiten, ich glaube in den 60er, 70er Jahren, gab es wiederverwendbare Kondome. Ne? Warum nicht? Menstruationstassen gibt es ja auch. So, also wer Probleme mit normalen Kondomen hat, für den wäre das eine Alternative. Auch wenn die leider ein bisschen ja, kostspieliger sind. Ja, das dazu. Das wollen wir gerade gucken. Um das hier nochmal perfekt zu machen, kann ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Muss man mal sowieso die Hände, glaube ich, jetzt mal hier. Ich hätte mir Handschuhe anziehen sollen. Ja, ein Fetten. Mach mal eben Pause. Ich hole jetzt nochmal als Vergleich nochmal ein normales Männerkondom.
Ja, bin wieder da. Ich meine, noch ein weiterer Vorteil ist von dem Kondom für Frauen, dass du dir das natürlich schon ein bisschen früher reinschieben kannst, ne? Bei dir muss ja nichts stehen. Das ist normalerweise noch gar kein Problem. Das ist bei den Männern ja mal anders, ne? Bis das Kondom da drüber kann, muss er ja eine bestimmte Stehkraft sein. Ich habe hier noch ein altes Modell, leider, ne, die gab es in Ultra Sensitive. Hat Billy Boy vom Markt genommen. Die waren latexfrei und super dünn. Leider, leider gibt es sie nicht mehr, aber das ist jetzt nochmal so ein älteres Modell. Aber um mal zu zeigen, das war eigentlich, jetzt müssen wir gerade gucken, wie das hier ist. Wenn ihr das mal, das ist von der Kamera her. Also es ist eigentlich, naja, ähnlich. Es ist, ne, wirklich total dünn. Das hier ist natürlich dicker und es ist mehr Gleitgel drauf. Ich meine, wenn du als Mann so einen Jumbo-Penis hättest, dann wäre das die perfekte Kondomgröße für dich. So vom Grundsatz her. Aber es muss eine Stehkraft eben sein. Und dadurch, dass es eben dünner ist, kann es natürlich auch leichter reißen. Ne? Hier, guck mal hier, kann ich, guck mal, hier habe ich noch einen Fingernagel. Ne? Das ist ordentlich Spannkraft, da kann eigentlich nichts mit passieren. So, und mit dieser Variante sind natürlich andere Stoffe. Ja, jetzt hier wieder Profi-Vorteil. Ist genauso glitschig. So. Na, damals. Wehe mich einer, nagelt ja noch fest mit diesem Ding hier. Ja, also es ist bei den Kondomen oft so, dass sie, ne, wie man hier sieht, Presswurst. Dass bei den Männern ja, dass sie oft sagen, boah, das ist viel zu eng. Und gerade auch in der Eiche, wenn die dann hier ist, das, ja, habe ich nicht so viel Gefühl, merken sie nicht viel. Komischerweise ist es tatsächlich bei dem hier, keine Ahnung, woran es liegt, auch wenn es wie eine Tüte manchmal so Geräusche macht, ist da das Gefühl mehr. Also das sagen sowohl die Männer als auch die Frauen, wenn man das Gefummel eben dann da, ne, mal hingekriegt hat. So, und bei der Variante, ja, muss man halt wieder total aufpassen. Ne? Wenn du jetzt da in der Scheide da wieder warst, tja, schwuppdiwupp, alles jetzt so gefettet. Geht natürlich jetzt vorbildlich. Boah. Fast gerissen. Ha, super. Aber auch mein Appell an die Jungs, ne? Also es ist tatsächlich so, wenn du da falsch rumdrückst, das kann natürlich der Frau auch wehtun. Ne? Je nachdem, wann die Frau im Zyklus ist, ist der Muttermund ja auch mal höher oder tiefer und dann kann man da nicht so reinrammen, wie das eben gerade so der Fall war. Ja, also hier wird ja sonst die Werbung gemacht, bleibt normalerweise dran, aber Kondom ist eine Wissenschaft für sich, ne? Weil du im Sexshop, also es gibt meistens kein Band. Es gibt irgendwelche Papier, Schablonen, die du dir runterladen kannst beim einen oder anderen Kondomhersteller. Die haben alle unterschiedliche Maße. So, und du weißt nie genau, muss ich hier messen oder muss ich hier messen oder muss ich hier messen oder bis hier. Und ähnlich wie die Scheide. Die Scheide wird ja im Rahmen von Erregung, wird sie ja länger und breiter und feuchter. So, und beim Mann ist es auch unterschiedlich. Da gibt es im Prinzip nicht jeden einzelnen Tag ist der Penis gleich groß oder gleich dick. Und ja, einfach in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, na ja, ich nehme jetzt mal hier drei, ich glaube 53 oder 54 ist so der Durchmesser. Das kann aber nicht passen unbedingt. Und da irgendwie ein Gespür für zu kriegen, also wenn es an mir gehen würde, wenn wir schon Aufklärungsunterricht in den Schulen machen, was ja im Endeffekt nur hier Bananentechnik ist, wie kriege ich ein Kondom über eine Banane? Ja, das ist ja nicht alles. Dann würde ich vermitteln, Leute, wie kriegt ihr das denn raus? Und ich wäre tatsächlich mal interessiert an so einem Verkauf, also ne, eine Schablone. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Handwerker oder Techniker, es gibt doch bestimmt, weil du kannst ja auch mit der, hast du Schieblehre? Handwerklichen Bereich, ne, dass du hier messen kannst, wie dick ist hier das Ding oder nicht. Aber also das ist das, was mir auf dem Markt tatsächlich fehlt. Nicht eine Papiergeschichte, weil wenn du dich doof anstellst, schneidest du dir noch einen Penis mit dem Papier und auch nicht, ist unhygienisch. Ne? Es wäre eigentlich viel besser, mal tatsächlich so ein Ding zu haben, dass man, oder ein Arzt. Wenn ich theoretisch zur Vorsorge, machen die Männer ja so, ne? Sowieso nicht. Ja, sollten ja auch mal zu, ne, Hoden untersuchen, könnte man ja auch mal sagen, wissen Sie denn Ihre Kondomgröße? So, und dann könnte man mal hier zack, zack, einmal messen und sagen, so und so sind die Daten und jetzt gehen Sie mal auf die Suche. Und das gestaltet sich in der Praxis sehr, sehr schwierig. Wenn du nämlich, geh mal zu DM oder so und kauf dir da mal, mir fällt jetzt gar keine, also Billy Boy fällt mir jetzt noch ein, mir fällt aber gerade keine andere Marke ein.
dann wird das schon recht schwierig. Da kannst du dann einen wissenschaftlichen Akt draus machen, wie groß und wie voll. Und im Übrigen auch, wenn wir das mal hier nehmen, jetzt ist das natürlich noch schön angepappt. Ja, also man sieht ja hier ist ja dieses Reservoir. Aber die meisten Männer haben auch viel mehr Flüssigkeit. So, das heißt, wenn jetzt hier die Flüssigkeit noch reinkommt, kann das gar nicht mehr so ziehen. Ist gar nicht so dehnbar. Gibt ja schon die Geschichten mit dem Kondom, was platzt und sowas alles. Ne? Das kann da alles passieren. Und eben beim wieder runtermachen, ja, ist es halt eine Geschichte. Wenn du es hier ziehst, es würde jetzt nicht gehen. Nehmen wir mal an, ne, du nimmst es jetzt schon wieder runter, wenn er noch steif ist, dann fängt jetzt so, ne, dann fängt das nämlich hier schon an, dass du hier rumwühlen musst und gucken musst, kriege ich es ab. Aber das ist ein Vergnügen, das dürftet ihr beim Sex schon häufiger gehabt haben. Da gibt es auch keine Lust, das Ding mehr abzumachen. So, das war ja zum Thema, ne? Hier braucht man sowas. Oder gibt es eine Alternative zum Kondom? Und in meinem nächsten Video spreche ich nochmal über die wunderbaren Eigenschaften. Oder was hier? Egal. Irgendwo hier oben wird es das Bildchen sein, über die wunderbaren Eigenschaften von der Aloe Vera-Geschichte, die du sowohl zum Sex benutzen kannst, als auch für andere Sachen. Aber dazu mehr im nächsten Video. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn dir was gefehlt hat oder was Lustiges oder sonst wie hast, schreib es in die Kommentare. Wenn du irgendein anderes Produkt gerne mal getestet oder eine Meinung zuhören möchtest, schreib mir auch in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Kanal, meine Videos teilst. Und mich abonnierst, falls du es noch nicht getan haben solltest. In diesem Sinne, alles Gute für dich und Daumen drücken, falls du noch Kinder kriegen möchtest und da ein bisschen Schwierigkeiten haben solltest. Es ist alles möglich mit der nötigen Ruhe. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.